Der Mantel der Mutter Gottes. Jesus belehrte mich. Wenn du für meine Priester betest, meine Tochter, wende dich immer an meine unbefleckte Mutter. Sie ist die Mutter der Priester. Eure Gebete werden von ihr erhört und ihre Priestersöhne werden vor den Gefahren beschützt werden. Sie bedeckt sie mit ihrem königlichen Mantel. Achtet auf sie, damit sie nicht verdammt werden. Der Mantel der Tugenden. Jesus mahnt die geweihten Seelen. Meine lieben Priesterbrüder, es freut mich, dass ihr meine Liebe mit Liebe erwidert und bei mir ausharrt in allen Widerwärtigkeiten. Legt den Mantel meiner Tugenden an, damit sich der schlaue Feind eurer Seele euch nicht nähern kann. Zieht den Mantel meiner Sanftmut an. Seid sanfte Lämmer unter den ausgehungerten Wölfen. Betrachtet sie mit Verständnis und betet unermüdlich für sie. In Freud und Leid legt den Mantel der Demut an. Reicht eure Hand den Hochmütigen und verweigert das gemeinsame Gebet mit ihnen nicht. Leuchtet ihnen als Licht, damit sie sich von ihrem ehrgeizigen Weg abwenden, zu mir kommen und aus meiner Demut schöpfen. Wenn sie so handeln, werde ich sie durch das Sakrament der Buße segnen und sie vor weiteren Gefahren schützen. Meine lieben Priestersöhne, kleidet euch in den Mantel der Hilfsbereitschaft. Führt jene Priester auf dem Weg der Demut, die sich in falscher Sicherheit ja bereits am Siegesberg fühlen. Sagt den stolzen Priestern, ich, Jesus, liebe die Kleinen, nehme aber die Großen auch auf. Ich nehme sie an, umarme sie. Der Größe ihrer Demut und der Kleinheit ihres Stolzes gemäß vertraue ich ihnen die Rettung der Seelen an. Meine lieben Priester, kleidet euch in den Mantel der Heiligkeit. Beglückt die Einsamen. Leuchtet denen, die im Dunkel sitzen und mich nur unschlüssig, tastend suchen. Richtet nicht über sie, denn sie sind infolge ihres Alleingelassenseins Opfer der Sünde und des Leibes geworden. Strahlt das Licht der Gnade aus über alle vereinsamten Seelen, die Alleingelassenen Priester. Seht ihre Wunden und heilt sie. Tut Gutes, solange ihr Zeit habt. Vergesst nicht, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Eine fürchterliche Zeit ist im Kommen. Jesus wiederholte öfters: Meine Priestersöhne, jetzt spricht mein Herz zu euren Herzen. Es kommen Zeiten, die die Welt noch nicht gesehen hat. Fleht unablässig zum himmlischen Vater für die Seelen und für euch selbst, damit er die Leiden verkürze und jene nicht zugrunde gehen lasse, die durch ihr Gebet und ihre Sühne die Welt noch aufrecht halten. Bittet um Erbarmen. Das Zögern. So sprach der Herr zu mir. Wiederholt sage ich euch, wenn ich selbst auch zögere, wenn ich abwarte, dass einige meiner Priester die Gnade der Bekehrung erlangen, so werde ich dennoch nicht säumig sein. Durch jede Minute Verzögerung
verlängern sich die Qualen der armen Seelen. Durch jede nicht hinausgeschobene Bekehrung triumphiert die Kraft des Himmels. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.